Herzlich willkommen zum Gedanken zum Sonntag. Ich freue mich, heute ein paar Gedanken mit Ihnen teilen zu dürfen. Meine heutigen Gedanken gehen ein bisschen schon voraus Richtung Ostern. Und da würde ich gerne ein paar Gedanken dazu schon mal mit Ihnen teilen. Das Kreuz. Jeder kennt das Kreuz. Es steht auf allen Kirchengebäuden. Manche haben es zu Hause, in Friedhöfen. Manche nutzen es als Schmuck oder sogar als Tattoos. Jeder kennt es. Aber eigentlich ist das Kreuz ein Symbol dafür, dass damals Menschen schrecklich hingerichtet wurden. Nun, wieso können wir heute mit voller Freude zurück auf das Kreuz schauen? Weil wir heute in der Zukunft leben und wissen, was damals dann geschehen war, dass Jesus auferstanden ist. Denn Jesus, als er auferstanden ist, hat etwas Neues gebracht. Etwas Neues ist entstanden. Denn als er auch am Kreuz hing, sagte er, Telestai, und ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Da rief er, es ist vollbracht. Und dieses Telestai oder Tetelestai, bin mir nicht genau sicher, ist griechisch und heißt, etwas wurde ordnungsgemäß beglichen. Das wurde damals unter Rechnung geschrieben, Tetelestai, und ich hoffe, ich habe es wieder richtig gesagt. Das war damals der Ausdruck, es ist vollbracht, rief Jesus. Die Schuld ist beglichen. Aber von welcher Schuld spricht es eigentlich da? Im Kolosserbrief heißt es, und zwar ist es Kolosser 2,14, und er hat die gegen uns gerichtete Schuldschrift ausgelöscht, die durch Satzungen und uns entgegenstand. Und er hat sie aus dem Weg geschafft, indem er sie ans Kreuz heftete. Jesus hat die Schuld, die uns treffen sollte, an dieses Kreuz geheftet. Aber von welcher Schuld spricht er da überhaupt? Nun, dafür müsste ich ein bisschen weiter ausholen. Und zwar würde ich da ziemlich weit zurückgehen. Gott hat dich und mich geschaffen. Er hat uns geschaffen in einer perfekten Beziehung miteinander. Das war der Plan Gottes, dass der Mensch nah bei Gott ist. So wie meine Hände jetzt so zusammengefaltet sind. So innig sollte die Beziehung sein. Und so lebte der Mensch auch anfangs mit ihm. Dann kam diese Schuld ins Spiel, wo der Mensch sich gegen Gott entschieden hatte. Da war plötzlich dann eine Trennung da. Diese Beziehung konnte nicht mehr voll stattfinden, weil es etwas gab, was zwischen mir und Gott war. Es ist wie, wenn ich heute in einer 30er-Zone 100 fahren würde und ein Kind läuft über die Straße und ich treffe dieses Kind mit meinem Auto, würde ich letztlich vor Gericht landen und das Gericht würde nichts anderes übrig bleiben, wie mich schuldig zu sprechen. Warum? Weil ich Schuld begangen habe und ich könnte mein ganzes Leben gute Dinge und richtige Dinge getan haben, würde dem Richter nichts anderes übrig bleiben, wie mich schuldig zu sprechen, weil ich Schuld begangen habe. Nun, diese Schuld, die jeder einmal begangen hat, ob jetzt eine kleine Sünde oder eine Lüge, jemandem mal vielleicht nicht das gegeben, was ihm eigentlich gehört. Uns trifft diese Schuld, aber Jesus nimmt diese Schuld auf sich. Also hat er am Kreuz hängt, diese Schuld auf sich genommen und hat gesagt, es ist vollbracht. Nun sagt es, in der Offenbarung heißt es, dass er an der Tür steht und anklopft und fragt, ob er reinkommen darf. Er ist immer noch ein Gentleman. Er ist immer noch einer, der sich nicht aufdrängt, sondern der fragt, hey, darf ich reinkommen? Und das ist eigentlich Ostern. Das ist das Evangelium, worauf wir heute mit Freude zurückschauen können und sagen, Jesus, du hast es vollbracht. Du hast den Weg frei gemacht, damit ich Ja sagen kann. Hey, das sind meine Gedanken zum Sonntag, vorbereitend für Ostern. Ich hoffe, sie ermutigen euch. Auf Wiedersehen.